Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Nach langer Zeit endlich mal wieder. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil meine Geschwister nebenan schon schlafen. Ihr seht hier schon direkt, was ich mir heute gekauft habe. Und zwar einmal einen neuen Sonnentau, Drosera Alisier. Und natürlich noch eine Venusfliegenfalle, Dionea muscipula. Weil, die alte war ein bisschen... Also ich habe sie noch, 6 Stück. Die habt ihr im letzten Video gesehen, aber die ist ein bisschen runtergekommen und durch den Winter ganz schön geschwächt. Und da das so die typische Vorzeigepflanze ist, habe ich mir einfach nochmal eine gekauft. Nochmal zu meinem Kanal. Die letzte Zeit kam kein Video mehr, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, jetzt wieder mehr Videos zu machen. Ich habe wieder Motivation. Es kommt jetzt der Sommer, die Pflanzen wachsen wieder. Ich werde demnächst dann auch nochmal einen Karnivoren-Update machen, Nummer 4 müsste das sein, wo ich euch dann nochmal alle meine Pflanzen zeige. Ihr habt die jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Außerdem möchte ich noch die ganzen neuen Abonnenten auf meinem Kanal begrüßen. Es müssten um die 60 Stück sein, seit ich mein letztes Video hochgeladen habe. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz schöner Schub, das freut mich. Und ich werde jetzt hier die zwei Pflanzen einpflanzen. Ich kann sie nochmal näher zeigen. Hier, die sind natürlich ein bisschen grün, auch hier die Venusfliegenfalle ist ziemlich grün noch, aber das wird sich auf jeden Fall rot färben. Hier rein werde ich den neuen Sonnentau pflanzen und hier rein die Venusfliegenfalle. Ach, da war gerade eine Scheißbeleuchtung. Egal, auf jeden Fall. Wie gesagt, damit wollte ich nur ankündigen, demnächst, es könnte auch in einer Woche oder so sein, aber ich versuche es am Wochenende zu machen, ein Karnivoren-Update, damit ihr seht, wie es allen Pflanzen geht. Wir sehen uns dann. Bis dann und ciao.